So, liebe Leute, willkommen zurück bei The Witcher 3. Ich habe mich dazu entschlossen, dass ich euch mitnehme Richtung Norden mit dem Pferd, weil ihr kennt ja die Landschaft hier auch noch nicht. Und vielleicht können wir uns hier ein bisschen umgucken, auf dem Weg ein paar Sachen, Abenteuer, Ertrunkene zum Beispiel, finden. Bam! Ah, komm! Bam! Und dann damit... Da ist ein bisschen Loot. Oh, das wollte ich nicht. Da ist noch ein Ertrunkener. Noch mehrere. Oh. Das war ja einfach. Ah, jetzt haben wir wieder ein Dorf befreit. Juhu! Gibt's Erfahrungspunkte hoffentlich. Sehr geil. Ja, jetzt wird's wieder dunkel. Das ist immer doof. Wenn man diese Dörfer befreit, dann kommt immer eine wird man immer zu einer gewissen Tageszeit zurückgesetzt. Das finde ich immer schade. Jetzt kann man hier zum Beispiel von hier aus mit dem Boot fahren. Das finde ich wiederum ziemlich geil. Wenn ich je einen Sohn kriege, nenne ich ihn Geralt. Boah, das ist natürlich hart. Verklicker das mal deiner Frau. Oh, Latrine! Was willst du? In deine Nähe, wenn du alle Öffnungen mit Knoblauch zustopfst. Aber wo bekommt man heute noch Knoblauch her? Da hilft nur noch beten und hoffen, dass uns das Böse verschont. Das stimmt wohl, guter Mann. Nimm mal eure zerbrochene Hake mit, die braucht ihr ja eh nicht. Du musst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch Der Kaiser haben. Wird uns führen, geradewegs nach Novigrad. Pischolte! Wo ist er? Oh, hier aus dem Gebüsch wieder raus. Wer weiß, wen er begattet hat. So, mal kurz gucken, welche Richtung wir jetzt müssen. Links, links, also gleich hart links. Oder wir können hier rein lang. Könnten hier eigentlich mal lang reiten. Gucken, was es da noch so gibt. Und dann da hart links. Obwohl, das können wir später noch. Ich will erstmal die Quest abgeben. Damit wir überhaupt noch zu was kommen hier. Was ist das hier? Anschlagbrett, aber wahrscheinlich ohne Aufgaben, wenn das so ist. Ja gut. Also, ich versuche mir zu prägen. Links. Dann wieder links, geradeaus. Hochreiten. Vorm Dorf rechts. So, bis dahin schaffe ich das. Schneller. Boah, dieser Sonnenuntergang. Ein bisschen sehr kräftige Farbwahl. Ich verstehe, dass manche das gerade in so einem düsteren Universum wie, oder in so einer düsteren Welt wie dem beim Witcher, dass das denen nicht gefällt. Einigen nicht gefällt. Besonders auch, wenn das Pferd hier so hängen bleibt. Unschön. Aber nichtsdestotrotz, es sieht schön aus. Ob es einem jetzt gefällt oder nicht. Hier ist der Galgen. Okay. Runter. Da waren wir ja. Ein Wildhund. Ganze Bande Kopf abhauen hier. Das war ja einfach. Sehr gut.
Geralt von Riva, schnell und zuverlässig. So. Oha. Oha, Plötze. Hoch, hoch, hoch. Ja, und dann immer geradeaus, ne? Rauf, rauf, rauf. Immer schön die Treppe rauf. Leichter gesagt als getan, immer geradeaus. Die Grafik ist so detailliert, finde ich. Also so zeichnet so viel unterschiedlichste. Aber mit den Bäumen und so, man ist so schnell abgelenkt vom Weg. Was jetzt, du Stück Dreck? Komm her. Wow! Komm hoch! Wow! Scheiße! Komm runter! Ich kann nicht springen, das ist total doof! Wow! Ah, ah, ah! Hör auf, ihn anzuvisieren! Wo ist der große Krieger, hä? Da kommen die Necker. Komm hoch. Komm hoch. Ah! Ah, fuck! Oh, mein Schwert ist kaputt. Ich müsste da noch ein Reparaturkit haben. Okay. Eine tiefe Höhle. Abenteurer, sei wachsam. Ach, fuck. Wollte ich doch gar nicht. Ein Reparaturkit. Okay. Kann ich jetzt sehen, wie viel... ...90% repariert, okay. 76. Ja, wir müssen demnächst reparieren. Wir wollen oder nicht. Ich speichere mal ab. Genau den falschen Knopf gedrückt. Ich vermute nichts Gutes. Necker? Komm her. Kommt ihr, kleinen Drecksbiester. Ah, fuck! Oh, die Krieger hauen echt rein. Komm! Oh, ja!
Kleines Mutagen, jawohl. Hier gibt's noch. Lecker, lecker, frisch vom Neckar. Kisten. Oder eine Kiste. Erz. Pilze. Ja, das sieht man gern. So, aber ich glaube, die Höhle ist fertig, oder? Jawohl. Die Höhle müsste clear sein. Sei denn, es geht hier noch lang. Sieht nicht so aus. Sehr geil. Das war eine gute Hexeraufgabe hier. Mal so am Wegesrand mal eben schnell die Höhle von Neckar befreit. Oh. Wollten schon gleich neue Bewohner einziehen. Cool. Das freut. So. Wo ist denn eigentlich Plötze hier? So. Plötze. Hallo. Jetzt gucke ich mal auf die Karte, ob ich immer noch richtig reite. Natürlich nicht. Wie bin ich denn hierher gekommen? Ah. Ich bin einmal falsch abgebogen. Aber. Und schaue her. Was ist denn hier los? Von wo? Wow, ein Bandit! Oh. Kumpel. Aua! Ach was, hat er mir die Straße versperrt? Was für ein Arsch! Aber hey, hier ist schon gleich ein Lager. Ein Banditenlager. Weg hier. Weg hier. Will ich nichts mit zu tun haben. Noch ein Bandit. Wow! Alter! Was für ein Dreckspferd! Verpiss dich! Verdammt, ich sollte kurz meditieren. Bin schon ganz schön angeschlagen. Und dann speichere ich hier mal. Warte mal, die Weltkarte. Was macht denn der alte Sack hier? Personen in Not. Okay, okay, okay. Die sollte ich dann retten. Schnell speichern. Schlechte Idee. Wow. Wow. Alter Scheiße, das ist keine gute Idee gewesen. Verpissen. Wenn jetzt hierher kommen, hau ich die runter vom Pferd. Bam. Der ist tot. Ja, dich hau ich auch vom Pferd. Komm, und euch krieg ich auch kaputt. Scheiße. Nicht nachlassen. Wir haben ihn. Ah.
Okay, schon Totenkopf über den Figuren. Nicht ohne Grund. Okay, Rückzug. Ah! Plätze! Plätze! Komm. Ich komme wieder, ihr Arschgeigen. Oh! War ich das jetzt? Das wollte ich gar nicht. Hier ist eine Quest und hier ist auch der Typ. Steigen wir hier mal ab. Hier muss die gleich sein. Sieht aus wie notdürftig eingerichtete Feldlager. Hier. Zwielichtiger Händler. An einem Passierschein? Hier gibt es die billigsten. Passierscheine? Wohin? Oh. Entschuldigt bitte. Oh Gott. Passierscheine? Was sind die? Über was für Passierscheine reden wir hier? Das weißt du nicht? Nee. Die Redanier halten alle Pforten über den Panta. Ohne Passierschein kommt keiner durch. Okay. Aber du hast Glück. Ich habe noch ein paar zu verkaufen. Was? Dafür könnte ich mich als Radovid verkleiden und eine vergoldete Kutsche kaufen. Was soll ich machen, wenn du es dir nicht leisten kannst? Dann kann ich mich ja als Affe verkleiden. Nein, danke. Hey, halt mal. Ich hätte vielleicht etwas Arbeit für dich. Na dann. Wenn du die gut machst, gehe ich mit dem Preis runter. Na dann. Was für Arbeit? Was für Arbeit? In der Nähe, ein Stück im Südosten, hat mein Schwager sein Geschäft. Er reinigt mit seinen Leuten die Schlachtfelder. Leider hat er dauernd Ärger mit diesem Geschmeiß. Du weißt schon, Monster, die von Leichen angezogen werden. Ja, ja. Beschütz ihn. Dann kriegst du einen hübschen Rabatt. Täuschungsstufe 1. Vielleicht gibt es da noch eine andere Möglichkeit. Ich denke darüber nach. Bis später. Verdammt, man kann das Zeichen erlernen. Na gut. Mal sehen, was ich tun kann. Okay. Okay. Hier muss irgendwo der Typ sein. Da hinten ist ein Novograd. Novograd? Ja. Da ist er. Der alte Lümmel. Hat sich mal bei schlechtem Wetter untergestellt. So. Nun, Hexer, hast du deine Aufgabe erfüllt? Geht so. Ja. So, ich habe mich um die Gräber gekümmert. Sehr interessant. Eine der Leichen war noch lebendig und sehr gesprächig. Wie meinst du das? Einer der Fistech-Händler hat überlebt. Und der hatte eine hochinteressante Geschichte zu erzählen. Ah, faszinierend. Ich würde dir diese Geschichte abkaufen. Für immer. Exklusiv. Oh, ja oder nein? Ein bisschen Geld wäre nicht schlecht. Ja, ist uns auch scheißegal, ob der hier Drogen macht oder nicht. Soll er noch machen. Einverstanden. Abgemacht. Nimm dies und geh mir aus den Augen. Juhu, Stufe 5, endlich. Bam. So. €60. Naja. Abkaufen. Naja. Naja. Will ich jetzt mal nichts zu sagen, Kumpel. So, wir haben so viele neue Sachen gekriegt. Das Schwert ist schlechter. Das Schwert ist auch schlechter. Die Viperklinge, ne? Die haut's halt voll raus. Die Rüstung ist ein Stück besser.
Das ist die Schatzjäger Bom Bom Grimmel Grimmel Rammelamme Ding Dong. Wollen wir mal gucken, wie die aussieht? Oh nee. Die ist ja scheiße. Gefällt mir gar nicht. Kommt es auch nicht drauf an. Der Rüstungswert ist zwar höher, aber... Okay, die Zerschmetternresistenz ist auch besser, die Aufschlitzenresistenz ist auch besser. Aber trotzdem, die verkaufen wir und behalten unsere. Die sieht einfach viel geiler aus. Da müssen wir halt auch mal ein bisschen mit dem... plus 4... auch nicht unbedingt besser. Die können wir auch verkaufen. By the way. Das ist ein Gesellen-Rüstungsreparatur-Set. Okay. Nun gut. Ach so, ich wollte gucken. Weltkarte. Beziehungsweise Questkarte. Hexenjagd. Nebenquests, Rennen Krenfels, Gewinnspieler, fliegende Fäuste wählen, wilde Herzen, falsche Papiere, Hexeraufträge, Stufe 8, der Kreischling, okay, Stufe 8, warten wir noch ein bisschen mit. Gut. Finde die Hexe auf eigene Faust. Das könnten wir eigentlich mal machen. Ich schau mal, wo muss ich dann dafür hin? Boah. Hier. Hier beginnt die Hexenjagd. Und wir sind hier oben. Der nächste Dingens ist am Galgenhügel. Dann können wir uns zum Krenfels teleportieren. Ja. Dann ist das so. Passierscheine zu prächtigen Reisen. Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versohlt haben. Ach, halt doch die Fresse. Ja, ernst. So, rechts abbiegen gleich und dann aber ganz schnell an den Kollegen vorbeireiten. Hallo? Ja. Müssten wir schon am Galgenhügel gleich sein? Ja, da ist er doch. Alles klar. Langsamer. Da. Den Weg nach Krenfels geben wir uns mal in der schnellen Variante. Und von da aus können wir... Was ist das? Ein Banditenlager. Das habe ich dann befreit. Ja, das habe ich befreit. Heidefeld, da waren wir auch. Beim verlassenen Turm waren wir auch. Mensch, wir sind ja rumgekommen. Ist ja gar nicht so schlecht. Das haben wir auch. Person in Not. Nee, haben wir noch nicht. Haben wir das noch nicht befreit? Person in Not. Ach, das ist da, wo wir die ganze Zeit immer schon dran vorbeigeritten sind, oder? Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. So. Krenfels. Krenfels. Auf jeden Fall. Schönes Dorf. Ja. Plötze. Mensch. Alter, Sackgaul. So, einmal auf... Ja, mach langsam. Ich muss mal auf die Karte gucken. Was kann ich hier lang müssen? So, ho. Jetzt hier rechts hoch und die nächste links und gucken, was das hier für ein nicht erkundeter Ort ist. Das ist der Plan erstmal. So, aber, meine Lieben, das machen wir in der nächsten Folge von The Witcher 3. Voll geil. Wuhu, macht Spaß. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ansonsten werden euch die Piraten holen. Main bleiben. Bis dann. Tschüss.